Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern und jetzt... Ja, schon. Warte. Jetzt halt. Ja, ich wollte eigentlich hier eine fette Schlacht machen, aber naja. Das können wir jetzt natürlich nicht machen, weil der seine Armee weggeschmissen hat. Naja. Und jetzt sind die nämlich wieder in römischen... Warte mal. Kretische Söldner. Warte mal. Was haben die hier? Die haben afrikanische Söldner-Elefanten. Ist natürlich auch super. Dann mache ich den mal weg. Und den hin. Und ich will... einen Elefanten haben. Der bekommt natürlich auch ein goldenes Schwert. So, der bekommt eine Tradition. Angriffsbonus. As always. Und du bekommst nichts. So. Du kannst auch hier nichts rekrutieren. Essen. Nix. Eine Legionsschule und machen wir mal sowas. Gut, ich habe gehört, dass... Ja, warte mal. So. Gut. Hier ein Tempel. Hier machen wir eine so eine Stadt. Hier machen wir noch nichts. Hier machen wir das da. Hier machen wir nichts. So. Und du da. Geh hin mal ganz schnell. Nee, du gehst mal hier hin. Und schaust, was Karthago da noch für uns parat hat. Genau. Wer ist denn das? Aha. Aha, aha, aha. Hier brauche ich aber schon eine Agentin. Sieht es denn da aus? Da werde ich jetzt mal... okay, der hat sich das geschnappt. Schnabbelabab. Super, wunderbar. Dann werde ich Pessinus einnehmen. Warte mal. Okay, 72 ist erst Türkei vollständig. Und, also Ägypten müssen wir vor Türkei. Also dann würde ich sagen, lasse ich, ja, aber Asien hatte eigentlich schon viel. Also dann nehme ich Asien jetzt ein. Und, warte. Okay, die mögen mich alle nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Okay, okay, okay. Gut, genau, dann nehme ich jetzt Kleinasien ein. Und dann ist da kurz Pause. Wobei, da kann ich mit der, was für eine Armee ist das? Siebte? Vierte, genau. Die vierte, mit der vierten Armee, kann ich dann später Rhodos und Herapytna einnehmen. Und mit meinem Kaiser... nehme ich jetzt die da an. So. Super.
Ja, das erforsche ich gerade. So, der hat jetzt Bewegungsreichweite. Verteidiger Roms. Das werde ich eigentlich nicht brauchen, weil die, ja, weil die, ja, die ganze Zeit erobern. Kavallerie ist eigentlich auch nicht schlecht. Verstärkungsrate ist super, Moral. Erfahrungsringe und Moral. Hier ist dann Angriffsbonus. Und ein bisschen Moral und Bewegungsreichweite. Hinterhaltsgefechte, Nachtkämpfe, Verteidiger. Ich mache ja, ich mache den Lagererfolg. So, der könnte ich jetzt eigentlich einfach rüber schnabulieren. Schnabalabab. Der bekommt nichts. Genau, das erobere ich jetzt noch. Das finde ich echt interessant, ja. Der hat das eigentlich die ganze Zeit einfach so dagelassen. Also, ja, cool. Dann schauen wir mal, wie es. Ja, das brauche ich nicht. Hier kann ich updaten. Und mit dem haben wir dann Schildstufe 3 und Rüstungsstufe 3. Und Pferde haben wir Stufe 3. Super. Gut. Dann Umstoßversuch. Bla 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 blub. Eigenschaften erhalten. Ah, stimmt, ich wollte nochmal Siedlung erobert. Provinz unter Kontrolle. Ja, aber habe ich schon vergeben. Gehört nicht mir, gehört nicht mir. Gehört nicht mir. Okay. Gehört mir. Super. Genau, weil ich will für den eine Frau finden. Jetzt. Ist das eine gute Frau? Ha. Vestalinnen-Ehefrau. All meine Flammen brennen für meinen Ehemann. Oh, süß. Und der tüchtige Ehemann. Ach, das ist doch super. Das ist doch super. Gut. Bekommst du auch eine Ehefrau? Ah, noch nicht. Doch. So, überlegene Ehefrau, okay. Schenken, oh, okay. Schmarrn, jetzt. Oh, wenn General, ja, jetzt habe ich das Falsche gemacht. Der wird dann mein nächster General. Warte mal, ich kann ja. Warte, ich muss mal schauen. Also, das da ist nicht mein General, Legion 5. Die ist eigentlich auch schon ziemlich gut. Ja, die braucht halt ja noch. Die ist an der Front, das ist meiner, das ist meiner. Das ist meiner und das ist meiner. Und das ist meiner und die Flotten sind nicht meine und die beiden gehören mir. Okay, also gerade sieht es ganz gut aus. Dann lasse ich den da. Und der passt halt auf die keltische
Konföderation auf. So, und sobald ich jetzt wieder hier drücke, dauert es wieder eine Stunde. So, da bin ich mal gespannt. Wo sind wir jetzt? Ich glaube bei 100 vor Christus, oder? Oder schon weiter? Ich werde auf jeden Fall eine Armee vor Alexandria stationieren, damit wir Veedo-Töte sehen. Ich mach dich platt. Wehe, du tötest ihn. Ich mach dich platt. Alter, noch eine. Was ist denn da los? Oh, und unten ist schon wieder eine Full-Stack-Armee. Ach. Und der versucht es wieder, oder was? Das kann ich einfach so machen. Der wäre nicht mal hochgegangen. Okay. Also, die Kelten. Die mache ich platt. Das Angebot meines Herrn ist einfach. Handeln. Jo, handeln. Passt. Wann darf ich endlich Gallien? 55 bis 48. Umsturz. Garnison ist in Ordnung. Sabah, okay. Natürlicher Tod. Politiker. Sklaveneinkommen. Schlechte Nachrichten. Viele Sklaven sind geflohen und ziehen nun plündert. Wo denn? Gut. Ja, die hat ziemlich viele. Ja, die hat ziemlich viele Dinge, aber ich habe hier ja 75% das Ziel zu töten und 15% Wahrscheinlichkeit die Aktion. Ja. Und hier nochmal 10, also ja, die ist ganz gut. So, dann würde ich sagen, ja, nehme ich es halt wieder zurück. Dann mache ich halt nochmal alles. Öffentliche Ordnung. Und so, hier ist eine Full-Stack-Armee. Da ist eine Full-Stack-Flotte und da brauche ich auf jeden Fall beide. Da brauche ich auf jeden Fall beide Armeen, um das dazu zu erobern. Warte, Pella, was habe ich denn da jetzt geändert? Ah, ich habe ja, ich weiß. Das habe ich da. Das militärische Gebäude habe ich da geändert. So. Gut. Dip, dip, dip. Hier mache ich Forschungsrate und hier mache ich die Moral. Was ist die Moral? Nee, Forschungsrate. Oh, egal. Moral ist auch gut. So, du pass mal hier auf.
und du stapfst mal langsam los. Wobei, du stapfst mal hier los. Und weil der kann hier einfach vorbei schnabulieren und dann gehört es ihm. Du gehst jetzt mal Richtung hier. Und wir sind schon 99, okay. Dann gehst du mal Richtung... Warte. Eine Runde heilen will ich noch. Tempel. So, dann schauen wir mal. Also du bleibst noch mal hier. Weil, ja. Du bleibst da, du bleibst da, 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 da. Du machst gerade nur Pause, ne? Du kannst gerade nichts machen. Du machst gerade auch Pause. Du kannst aber was machen. So, warte mal. Genau, Legio 5 ist diese da. Mal da hoch und greift dann Sigidum an. Warte. Ja, dann, da habe ich es echt verkackt. Das habe ich echt verkackt. So. Die mögen mich nicht. Die mögen mich und die mögen mich. So. Ja, ich könnte Legion 5 durch meinen ersetzen. Hier nochmal Heirat. Aber was will ich mit in Legion 5? Das ist jetzt noch die Frage. Legion 5 stapft dann hier hoch. Die da bleibt hier. Und hier habe ich noch zwei Legionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Legionen mit meinen Generälen. Ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann kann ich... Ja, doch. Also ich muss halt jetzt aufpassen, weil hier ist Pannonia. Da muss ich nochmal schauen. Weil Gallien kam erst 55. Also warte. Vor Christus waren die hier. Genau, 43 Britannienfeldzug. Dakierfeldzug. Dakier war hier über Makedonien. Ja, und also, ja, da schauen wir mal, wie weit wir noch spielen. Also ich würde so weit spielen bis zur Spaltung in Ost und West. Das ist, wobei, das ist eigentlich, ja, 43 nach Christus. Nee, vor Christus war das schon, krass. Warte. Ja, das schauen wir da. Dann würde ich den sogar wirklich ersetzen. Ja.
Und den da schnappe ich mir dann für eine Flotte vielleicht. Aber jetzt kann ich es noch nicht. Nächste Runde. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt aufhören, weil sonst wird es wieder so lang. Gut. Nächste Runde. Es ist 99. Nächste Runde werden wir hier Karthago, hier Karthago und hier Karthago. Wobei, nee, hier Karthago kann ich nicht, weil da war Rom eigentlich nie. Wobei doch, das kann ich machen. Doch, das mache ich. Eigentlich, also Rom war nie so weit, aber also Rom war hier war Rom bis Afrika und dann hier Nabatäa und hier. Und dann hat es den ganzen fetten Ozean hier. Den Meer. Den Meer. Das Meer. Gut. Warte, Syrakus, Inseln. Genau. Da müsste ich ja hier noch Pergamon vertreiben. Das mache ich dann nach Asien. Genau. Gut, dann würde ich sagen, das und vieles mehr gibt es dann nächste und übernächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bye.